Zufallsbekanntschaft. Roman von Ralf H., gelesen von Ralf H. Kapitel 5. Inzwischen war die Geburtstagsgesellschaft vollständig. 42 Personen, Männer und Frauen zwischen Mitte 20 und Anfang 50. Von der Musik, die ausdauernd den ganzen Abend aus den Lautsprechern kam, war schon lange nichts mehr zu hören. Auch die zahlreichen Unterhaltungen waren nur von den direkt Betroffenen zu verstehen. Manga heulte im Schlafzimmer und hätte damit sicher Proteste der Nachbarn verursacht, wenn diese Nachbarn nicht in weiser Voraussicht eingeladen worden wären. Andrea und Klaus bemühten sich, gute Gastgeber zu sein. Sie standen hier einige Minuten, schwatzten dort und vollbrachten das Wunder, die Menge nicht allzu lange in beständige Grüppchen zerfallen zu lassen. Sabine wuselte hin und her, als wäre sie die Gastgeberin, als wäre sie für alles verantwortlich. War hier ein Glas leer? Kein Problem, sie füllte es. Gefielen einem Gast die roten Servietten nicht, sie besorgte blaue. Flursalz gab es in der Küche. Kein Papier mehr in der Toilette. Sie wusste, wo es Nachschub gab. Eine Party? Nicht für sie. Trotzdem fühlte sie sich gut. Es machte Spaß, für andere da zu sein. Sie wusste, dass Andrea dankbar war. Außerdem vertrieb die viele Arbeit den Gedanken an... Nein, kein Gedanke, dem sie sich heute Abend hingeben wollte. Alle Gäste schienen guter Laune zu sein. Keiner, der nicht zu irgendeinem Zeitpunkt in ein Gespräch vertieft war. Keiner, der nicht irgendwann fröhlich lachte. Keiner? Nein, einer hatte sich auf einen Stuhl neben dem Buffet gesetzt. Er hatte sich den Teller gefüllt und hielt sich an ihm fest, als das letzte Krümelchen längst gegessen war. Wer war das? Ein Freund von Klaus. Sie erinnerte sich nicht an den Namen. Warum er sich wohl absonderte? Er sah eigentlich nicht schlecht aus, sah man von dem dichten Vollbart ab. Sie mochte keine Bartträger. Warum? Das hätte sie selbst nicht sagen können. Sie mochte diese Typen eben nicht, basta. Trotzdem, er sah nicht schlecht aus. Braune Haare, braune Augen, wenn nur nicht der Bart. Wie alt er wohl war? Schlecht zu sagen, der Bart verbarg viel. Was man von seinem Gesicht sah, wies kaum Falten auf. Irgendwo zwischen 25 und 40, mittlerweile sahen die meisten 25-Jährigen ja älter und verlebter aus als viele 40-Jährige. Braune Augen. Dieser Bart, furchtbar. Seine Nase war etwas zu groß, aber das störte längst nicht so sehr wie dieser furchtbare Bart. Sabine ertappte sich dabei, dass sie, sobald sie 2 Sekunden nicht zwischen Küche, Toilette, Badezimmer, Schlafzimmer, wo sie nach Manga schaute und Wohnzimmer unterwegs war, nach diesem seltsamen Mann schielte. Wirklich merkwürdig. Er wirkte gelangweilt, schien entrückt zu sein, nicht hierher zu gehören, aber seine Augen, seine rehbraunen Augen waren so wach, wie es nur ging. Neugierig wanderten sie hin und her, schienen jedes Detail der fröhlichen Gesellschaft in sich aufzunehmen. Mitunter stoppten sie ihren nervösen Lauf und verharrten auf einem Punkt. In diesen seltenen Momenten hoben sich die dunklen Augenbrauen einige Millimeter nach oben, als wollten sie das Geschehene auf eine nur ihm verständliche Weise kommentieren. War es eine Täuschung oder geschah dies immer, wenn sie, Sabine, ihn anschaute? Nein, das konnte nicht sein. Rasch fand sie wieder etwas zu tun. Ein merkwürdiger Mensch, ganz sicher. Manga war zwar groß, aber eigentlich ein überaus liebenswürdiger Hund. Er hatte noch nie so feindselig reagiert und bei Sabine bedeutete das nie fast das gesamte Hundeleben. Andrea hatte den Hund vor 4 Jahren als Welpen bei einem Züchter gekauft. Sabine war bei dem Kauf dabei gewesen. 4 Jahre. Eine lange Zeit. Warum hatte Manga ihn verbellt? Weil er Angst hatte. Roland hatte Angst gezeigt. Ein Mann, der Angst zeigte. Sie schaute ihn an. Wenn nur dieser scheußliche Bart nicht wäre. Was für Gedanken.